Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Oh Gott. Ist das beklappt? Verdammt! Hör auf sein Schwert zu schießen und schieß dahin, wo sein Schwert nicht ist. Wie bei Captain America, auf die Beine zielen. Rückzug. Ja. Sein Motorrad sieht irgendwie aus wie ein Traktor, das stimmt. Wie so ein Traktor auf zwei Rädern. Mensch! Hey Clown! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Wer sind wir? Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Wer seid ihr? Wer sind Los. Wir? Wer ist die geheimnisvolle Garnison? Gehören die zu uns? Anscheinend, aber ich meine, zu dieser Terrororganisation, Wedge, der wir angehören. Ich habe eher Angst, dass oder man dich entdeckt. Für die wir angeheuert wurden, eher. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ah ja, Avalanche, ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ah, mein Bauch. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Boah. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Oh. Oh.
Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Die haben die Figuren und Dialoge schon sehr nett geschrieben, dass man wirklich einen schönen Bezug zu den Charakteren herstellt und so. Das haben die echt gut gemacht. Sehr viele, sehr nette Momente einfach. Sehr schön. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle oder einer Ausgangssperre fahren. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unversperrt in die einfache Straße. Sie sollen in Ihren Häusern warten, bis die Wartungsarme abgeschlossen sind. Will sie mit ihrem Besen gegen die bösen Terroristen kämpfen gehen? Und der Soldat sagt, nein! Bitte! Ich werde die Kerle schon vertreiben! Tatsächlich! Ich habe diesen dreckigen Feiglingen schon im Krieg so die Hintern versohlt, dass sie weggerannt sind! Sehr schön! Vorsicht! Ich bringe sie besser nach Hause, ehe sie noch jemanden verletzen! Das finde ich nett. Wie sieht die Lage vor der Halle aus? Weiß nicht. Das war ziemliches Chaos. Schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff glaube ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht. Oh, ich will auch die Hütchen umhauen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Arme hochkant das Anteil kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Wiederbeleben. Oh, wieder eine Wiederbeleben-Materia, oder? Die sollte vielleicht tatsächlich jemand lernen, finde ich. Wiederbeleben macht schon echt Sinn, ne? Wie war das gleich nochmal? Ah ja. Genau, dann hau ich Vita raus und nehme stattdessen mal Wiederbeleben hier für ihn. Fürs Erste. Schauen wir mal. Wenn wir mehr Teammitglieder haben, ne, dann kann man auch mehr Hi Metatron, dann kann man auch hier ein bisschen mehr variieren. Ich meine, aktuell sind wir allein im Team, da macht Wiederbeleben nicht super viel Sinn, muss ich zugeben. Aber ich gehe davon aus, dass das Team schon bald wieder erweitert wird. Meinem Vater fast nicht geglaubt, aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Jesse, danke fürs Followen. Sicher, hey. Schön, dass du da bist. Hi. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Hm? Gut, dann mal los! Sprengstoff! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Schon? Noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ah!
Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Earth Freedom, danke fürs Abonnieren. Super nett von dir. Bei den Namen muss ich immer an Earth Defense Force denken. Ah, jetzt kann ich durchschalten, die Tooltips. Das ging vorher irgendwie nicht. Na gut. Und Earth Defense Force ist super. Insofern. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Bix schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Hm? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Hallo. Hey, mit dir wollte ich reden, wegen Gegnerscannen und so. Habe ich da noch eine Quest oder so? Ich bin für deine Unterstützung. Nee, aber ich habe das tatsächlich... Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ich habe das tatsächlich jetzt erst abgeschlossen quasi oder so. Da muss ich, glaube ich, öfter vorbeischauen. Luft. Ah ja, okay, ich kaufe das mal, weil... Why not? Okay. Ja, wenn ich mehrere kaufe, könnte ich es gleich verstärken, ne? Aber ich spare jetzt mal mein Geld. Gut zu wissen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay, ich muss viel scannen, damit der mir neue Materie verkauft. Ich verstehe. Ich wollte auch mal kurz zum Waffenhändler schauen, ob der neue Sachen hat vielleicht. Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. Hattest du nicht mal einen Podcast zu EDF gemacht? Ja, ja, ich habe schon öfter Videos dazu gemacht. Earth Defense Force ist einfach immer wieder gut. Ich freue mich schon echt auf den nächsten Teil, der jetzt auch dieses Jahr noch kommen soll. Das wird wieder großartig. Na gut, langweilig. So ein richtig starker Kerl soll jetzt was. Sind wir da? Ja? Okay. Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Man müsste eigentlich fast immer stehen bleiben, wenn die reden, ne? So ein bisschen. Aber andererseits reden die auch viel Blödsinn. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Ja, das wird sich das der, aber Cloud genauso viele eigentlich, so unnötige Rüstungen haben. Nur an der Schulter. Warum sollte man nur die Schulter panzern, aber die ganzen lebenswichtigen Organe? Na vielleicht, ne? Wir sind ja hier nicht auf der Erde. Wir sind hier in Midgar. Vielleicht sind die anatomisch anders gebaut und haben die wichtigen Organe alle in den Schultern. Es kann ja sein. Nur weil die äußerlich Menschen sehr ähnlich sehen.
Man weiß es nicht. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Die sind schön gemacht, die Katzen. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde, schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mounty, schmollst du etwa? Na, Bunny? Süß wie immer. Komm, Pascha, lass dich mal kraulen. Mounty, Bunny und Pascha. Kannst ruhig eine streicheln, Kumpel. Welche findest du denn am niedlichsten? Kannst du die unterscheiden? Klar, ist doch meine Familie. Das sind Sir Mountzelot, Madame Bunny Bun und Pascha Dora. Höchster Freud. Sehr cool. Wäre toll, wenn du mal nach Bix und Jessie schauen könntest. Wir sehen uns morgen, okay? Okay. Muss ja echt schön sein, so ein Katzenleben, was? Morgen gehe ich nach Sektor 5. So, da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Ausstehende Belohnung? Hä? Aber ich glaube, das ist einfach nur der Questmarker, oder? Denk schon. Weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Okay, wir wollen ja nicht unhöflich sein. Aber es passt nicht zu Cloud, oder? Wobei er jetzt so die letzte halbe Stunde sich so ein bisschen geöffnet hat. Ja, okay. Ich will ja kein Spielverderber sein. Okay, ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Verstehe ich nicht. Das lasse ich lieber bleiben. So, und nun gehen wir in unser Zimmer, oder? Jetzt pass auf, wenn ich einfach geradeaus bis zum Seventh Heaven lauf, dann finde ich da leicht hin. Wenn die Stromversorgung zusammenbricht. Hier treibt sich so ein Typ. Was? Schaden hier, wenn wir halt! Ich höre eine CD-Musik. Eine CD-Musik. Ach, dammit, wie waren das gleich nochmal? Irgendwie kann ich nämlich auch... Ah ja, hier haben wir es. Minimap einschalten. Habe ich die nicht schon? Ich dachte, ich glaube, die habe ich schon. Aber trotzdem sehe ich oben das Symbol leuchten, oder wie? Das ist verwirrend. Aber gut, okay. Also das neue Musiksymbol meinte ich jetzt. Soll ich mal nochmal nach dem schauen? Kann ich gar nicht nehmen. Okay. Na dann. Gut's Nächtle. Bis zum nächsten Tag schlafen.
Das ist aber gefährlich. Mir wird das Schwert, wenn ich das so hinstelle, wahrscheinlich mit dem Griff ständig ins Gesicht fallen beim Schlafen. Aber ich bin ja auch nicht Cloud. Der stellt sein Schwert perfekt ausbalanciert an die Wand. Da wackelt nix. Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett. Auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tiefer.